Also entweder Fridays for Future trennt sich vor antisemitischen Positionen wie die von Greta von Thunberg oder Fridays for Future in Deutschland und in anderen Ländern, die diesen antisemitischen Weg nicht mitgehen will, muss sich von diesem Namen und dieser Organisation abnabeln. Herr Beck, Sie sind Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft. Was haben Sie ja gestern gedacht, als Greta Thunberg auf der Demo erneut ja einseitig pro-palästinensische Solidaritätsbekundungen ausgesprochen hat und sich auch eben weiterhin nicht zum Massaker der Hamas geäußert hat? Also ich fand es verstörend, aber nicht überraschend. Es ist übrigens kein Problem, dass man sich pro-palästinensisch ausspricht. Ich habe auch nichts gegen die Palästinenser. Ich habe etwas gegen den Terror der Hamas. Und wer sich zu diesem aktuellen Konflikt äußert, muss damit beginnen, dass am 7. Oktober die Hamas wahllos Zivilistinnen und Zivilisten vom Greis bis zum Säugling brutalst abgeschlachtet hat, Frauen vergewaltigt hat, Leichen geschändet hat und 240 Menschen als Geiseln genommen hat. Und wer diesen Konflikt betrachten will und da Ratschläge wie Waffenstillstand, Waffenruhe und so weiter erteilen muss, muss sich mit diesem Ausgangspunkt auseinandersetzen. Wer das nicht tut, der hat sich in dieser Debatte völlig disqualifiziert. Bislang ist das ja durch Greta Thunberg jetzt in dem Sinne nicht geschehen. Wie muss denn die deutsche Fridays for Future-Bewegung darauf reagieren aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, Fridays for Future International und Fridays for Future Deutschland müssen sich entscheiden, ob sie mit dem Brand Fridays for Future und der Ikone Greta Thunberg noch weitermachen wollen. Wer hinter Greta Thunberg und ihrem Projekt steht, der diskreditiert das wichtige Anliegen der Klimabewegung. Und natürlich ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass die junge Generation anmahnt und sagt, Klimapolitik, das ist unsere Zukunft, unser Schicksal und das unserer Kinder. Und in diesem Namen der jungen Generation reklamieren hier wir mehr verantwortliche Politik. Aber wer das mit unverantwortlichem Antisemitismus und Israel-Hass verbindet, der kann nicht glaubwürdig dieses Projekt vorantreiben. Und da meine ich auch Fridays for Future Deutschland, die sich da anders positioniert haben, müssen das sichtbarer machen, außer dass sie sagen, wir sind im internationalen Netzwerk gerade nicht dabei. Es braucht wahrscheinlich wirklich einen neuen Namen, um das Anliegen des Klimaschutzes glaubwürdig in der Zukunft vertreten zu können. Ich würde nochmal auf einzelne Punkte eingehen, speziell auch zur Person Luisa Neubauer. Sie hatte sich ja schon geäußert. Sie hat auch sich von den Äußerungen von Greta Thunberg distanziert und sich auch enttäuscht gezeigt. Aber würden Sie sich auch speziell von ja, dem Gesicht Luisa Neubauer noch mehr wünschen? Also ich würde mir wünschen, nachdem Greta Thunberg dieses Thema in die Klimabewegung hineingebracht hat, dass Luisa Neubauer nochmal klar macht, Israel hat ein Recht auf Existenz und Israel hat die Pflicht, diese Existenz auch zu verteidigen. Und dass man das auch den jungen Leuten in der Klimabewegung erklärt. Weil ich habe auch Posts gesehen aus der Klimabewegung in Deutschland, aus Fridays for Future Deutschland, von einzelnen Ortsgruppen, die genauso problematisch waren wie die Äußerungen von Greta Thunberg. Und da braucht es jetzt Leadership und Klarheit. Haben Sie denn auch das Gefühl, Sie haben das ja gerade schon beschrieben, dass da vielleicht auch neue politische Ziele dann entstehen, wenn man sowas auch in den Ortsgruppen dann liest, also sowohl auf internationaler als auch auf der deutschen Ebene entstehen da, also bewegt man sich da weg von dem Fokus Klimaschutz? Also ich denke immer, es ist bei einer Bewegung problematisch, wenn man sich einfach, ohne dass man eine spezielle Qualifikation dazu hat, in andere Debatten als Bewegung einmischt. Die Individuen können natürlich immer sich entsprechend frei äußern, aber man sollte sich halt auch erst äußern, wenn man ein Problem verstanden hat. Und ich habe das Gefühl, da ist jede Menge Emotion und Parteinahme dabei, aber kein Verstehen des wirklichen Problems. Und das disqualifiziert einfach eine Bewegung und ihre Akteure. Und diese Vermischung hat jetzt durch Greta Thunberg mehrmals stattgefunden. Und das muss man wieder entmischen. Und dann muss man die einzelnen Debatten auch entsprechend führen.